der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, durch die Sünde kam der Tod. Die Bibel stellt einen direkten Zusammenhang her von Sünde und Tod. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet eigentlich Sünde und um welchen Tod geht es hier eigentlich? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Nun, der lebendige Gott, der sich in der Bibel und in Jesus Christus offenbart, ist die Quelle des Lebens. Er ist die Quelle des biologischen, des physischen Lebens, genannt Bios. Gott gibt den Menschen, den Geschöpfen, biologisches Leben und er ist auch die Quelle des ewigen, des göttlichen Lebens. Und Gott ist nicht nur die Quelle des Lebens, sondern er ist auch das Leben an sich, in Person. Es ist ein Wesensmerkmal Gottes, Leben. Deshalb sagt Jesus Christus, ich bin das Leben, Zoe, das göttliche, ewige Leben in Person. Nun, Sünde ist alles, was im Widerspruch steht zum Wesen und zum Willen Gottes. Und damit trennt Sünde den Mensch vollkommen von Gott, schneidet ihn ab von Gott, der die Quelle des Lebens ist, der das Leben an sich ist. Deshalb ist der Mensch getrennt von Gott durch die Sünde tot, da er ja getrennt ist vom Leben, vom ewigen göttlichen Leben. Und so wie man einen Finger, den man abschneidet, so vom Körper, so wie dieser Finger tot ist, so ist der Mensch getrennt von Gott auch tot in einem Todeszustand. Und dieser Tod hat drei Aspekte seit dem Sündenfall. Gott sprach zu Adam, wenn du von diesem Baum der Erkenntnis isst, wirst du an diesem Tag sterben. Und Adam aß von diesem Baum und starb. An diesem Tag. Er starb nicht physisch, er lebte noch einige Jahrzehnte, sondern geistlich. Er hat den geistlichen Tod erlitten. Das heißt, diese Sünde hat ihn getrennt von Gott, hat die Gemeinschaft mit Gott vollkommen zerstört und damit war Adam an diesem Tag geistlich gestorben, geistlich tot. Und seit Adam, seit diesem Sündenfall, ist jeder Mensch ein Sünder, wird geboren mit der sündigen Natur in sich. Aus dieser sündige Taten und Worte und Gedanken resultieren und all das trennt den Mensch von Gott, der das Leben ist. Und damit ist jeder Mensch, der geboren wird, geistlich tot, weil er getrennt ist von Gott, weil er keine Gemeinschaft hat mit Gott. Und so lebt der Mensch auf der Erde und am Ende des Lebens stirbt er den physischen Tod. Das ist das Ende des irdischen Lebens. Dabei trennt sich die Seele und der Geist vom Körper. Auch dieser physische Tod ist eine Folge der Sünde. Und der Mensch geht über in das Jenseits. Es gibt keine Vernichtung oder keinen ewigen Schlaf, sondern der Mensch wird im Jenseits existieren und zwar auch getrennt von Gott. Das ist der zweite Tod, das ist das ewige Getrenntsein von Gott. Das ist ein furchtbarer Zustand der Verlorenheit. Das wird auch genannt Hölle. Und das ist der zweite Tod. Das ist die Folge der Sünde. Der geistliche Tod während des Erdenlebens, der physische Tod am Ende des irdischen Lebens und dann im Jenseits, wenn der Mensch im Jenseits ist und verurteilt wird von Gott, der zweite Tod, die ewige Trennung von Gott. Nun, die Folge der Sünde ist der Tod. Der Mensch muss aber nicht in diesem Todeszustand bleiben, in diesem Zustand der Verlorenheit, denn er kann die Verbindung zu Gott wiederherstellen, der das Leben ist. Deshalb heißt es hier ja, die Gnadengabe Gottes aber in Jesus Christus ist das ewige Leben. Durch Gnade kommt ewiges Leben. Wenn ein Mensch nun zum Glauben kommt an Jesus Christus, dann wird die Verbindung zu Gott, der das Leben ist, wiederhergestellt. Und der Mensch bekommt das göttliche, ewige Leben und ist nicht mehr geistlich tot, sondern ein lebendiges Kind Gottes, das dann Gemeinschaft hat mit Gott auf der Erde. Und diese Gemeinschaft mit Gott wird auch im Jenseits fortgesetzt. Es ist eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Deshalb wird ein gläubiger, wiedergeborener Christ nicht tot sein im Jenseits, getrennt sein von Gott, sondern ewige Gemeinschaft haben mit Gott. Durch die Sünde kommt der Tod,
durch die Gnadengabe Gottes in Jesus Christus das ewige Leben. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, das Thema besser zu verstehen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn du weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere am besten gleich den Kanal oder schaue dir jetzt gleich dieses wichtige und interessante Video an.